Am 25. Mai finden in der EU Wahlen zum Europäischen Parlament statt. Warum ist es so wichtig, wählen zu gehen? Und was kann das Europäische Parlament tun, um eine sozialere Union zu werden und nicht nur Wirtschaftsinteressen in den Vordergrund zu stellen? Die engagierte Gewerkschafterin und EU-Abgeordnete Evelyn Regner beantwortete diese und ähnliche Fragen beim Wahlkampfauftakt der europäischen Sozialdemokraten. Nicht nur die sozialdemokratischen Kandidaten für die Europawahl 2014, Eugen Freund, Evelyn Regner und Michaela Kauer, auch Bundeskanzler Werner Faymann und der Wiener Bürgermeister Michael Häupl fanden sich am 17. März im großen Redoutensaal der Hofburg ein. Das Motto des Wahlkampfauftakts lautete: Europa den Menschen. Europa den Menschen, das heißt einen Job haben. Und zwar einen guten Job haben, von dem er leben kann. Das heißt eine Wohnung haben. Und das heißt, dass ich mir keine Sorgen machen muss, dass meine Kinder nicht gescheit ausgebildet werden. Und das heißt natürlich auch für Gesundheit sorgen. Lauter vermeintlich selbstverständliche Dinge. Aber an denen müssen wir jeden Tag arbeiten. In Kaisermühlen, wo ich herkomme, genauso wie in Wien und natürlich genauso in Europa. Und das sind jetzt keine Stehsätze, sondern Sozialstaat, den Sozialstaat sichern. Das ist etwas, das funktioniert nur, wenn wir in Europa zusammenhalten. Was aber sollte sich nun konkret in Europa ändern? Zunächst einmal umverteilen. Ich sage das ganz direkt. Wir haben so viel Geld, das im Umlauf ist. Es wird noch immer spekuliert auf Teufel komm raus, auf allen möglichen Märkten. Im Moment gerade Aktienboom, Immobilienboom. Das heißt, hier gibt es einiges umzuschichten. Und zwar so, dass auch wieder Kredite an ganz normale KMUs erteilt werden, die dann entsprechend Jobs für junge Leute beispielsweise schaffen können. Ja, Europa muss sich wieder den Menschen zuwenden. Wir brauchen Investitionen, wir brauchen Sozialpolitik. Die soziale Kälte der letzten Jahre hat Spuren hinterlassen. Die Bürgerinnen und Bürger versuchen krampfhaft, sich Europa irgendwo anzunähern, aber die Politik hat sie in den letzten Jahren weggestoßen. Das war vor allem die liberal-konservative Sparpolitik. Und jetzt geht es darum, einen Kurswechsel herbeizuführen. Und dieser Kurswechsel heißt Investitionen in öffentliche Dienstleistungen, in Sozialsicherungssysteme und vor allem in den Arbeitsmarkt. Wir brauchen Arbeitsplätze wie ein Bissen Brot. Auch der Spitzenkandidat der europäischen Sozialdemokraten, Martin Schulz, war zu Gast. Werde er zum Kommissionspräsidenten, komme die Finanztransaktionssteuer, versicherte Schulz in seiner Rede. Die Kreditklemme will er lösen, die Arbeitslosigkeit bekämpfen, den Menschen ein Leben in Würde wieder ermöglichen. Kurz, Europa vom Kopf auf die Füße stellen.